everything changes. Herzlich willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir spielen hier immer noch als unser eigenartiger Zerstörungs-Nahkampf-Stein auf dem Kopf Superheld. Und wo waren wir denn stehen geblieben? Da muss ich erstmal selber in die Quests reinschauen. Und zwar, wir sollten zu Freeman's Tacos gehen und unserem Chef Kuhn einen Burrito organisieren. Das Ganze wird bestimmt sehr, sehr einfach. Ach, übrigens habe ich es noch immer nicht geschafft, mir einen Controller zu organisieren. Somebody call for a fast pass? Über Blitzfreak bringt uns jetzt hier direkt. Ah, ne, da können wir doch gar nicht hin. Wo kann er uns hinbringen? Können wir da überall hinreisen? Geht das? Are we doing this or what? Achso. Wie haben wir nur. Oh wow. Wo ist der Taco? Get your head out of the clouds. Ah, da ist der Taco-Laden. Ah, voll gut. Oh, awesome. Ja, wie gesagt, Controller habe ich jetzt noch nicht. Also ich habe einen, aber der ist ein bisschen schwieriger einzurichten, als ich dachte. Call on me whenever you want to get somewhere. Call on me whenever you want to get somewhere. Okay, vielen Dank, Blitzfreak. Und ja. You dare disrupt the flow of chaos? Oh mein Gott. Was ist? Dare assault on an agent of chaos? Attack! Was zum Teufel? Chaos-Lakaien greifen uns an. Oh, das sind aber ganz schön viele. You're no match for my army, Coon friends. Oha. Well, I can't do shit here. Time to move. Okay, sie wollten nur ein bisschen vorziehen, oder was ist mit ihnen los? Gut, dann attackieren wir ihn hier mal. Ja, doch. Ihn ja mal mit der schwachen Seite. Machen uns unsichtbar. Und hier haben wir unseren total verrückten Moskito-Mann. Aber wie war das? Ach nee, das ging hier nur auf die nächste Linie. Der hat gesessen. Der zweite vor allem. Nice, fast die Hälfte ist weg. We're like locusts. Car. The car. Get out of the street, friggin' kids. Phew, all clear. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ich meine, Sicherheit der Kids geht natürlich vor. Das müssen auch alle hier verstehen. Ja, apropos Sicherheit. Wir haben ja irgendwie gar keine Attacke, die jetzt irgendjemand treffen könnte, oder? Doch ihn ja, selbstverständlich. Mein Gott, manchmal bin ich echt blind. Kriegt er hier den Mega-Punch voll ins Gesicht? Oh nein, wir haben unseren Blitzfree getroffen. Er wird es bestimmt verstehen. Ich glaube, er versteht es. Okay, er will hier was zünden. Also wir sollten da irgendwie wegziehen. Das können wir gerade noch nicht. Deswegen wir hier einfach durchrennen. Treffen wir da einfach gleich mehrere? Jawohl, da treffen wir echt mehrere. Oh, das war dumm. Oh nein. Ich habe die Attacken verwechselt. Ich dachte, es wäre diese Button-Spam-Attacke. Oh, oh. Boah, richtig uncool. Wir machen alle diese Range-Attacken. Sieht so aus, wie wenn die viel Schaden machen würde, wenn der da so einen Sprengsatz dran hat. Verdammt, ein Terrorist, nicht? Findet man die schon in diesen Spielen wieder? Okay, das hat ja einen sehr guten Radius. Da müssten wir alles Mögliche treffen. Hauen wir ihn hier mal. Der war richtig gut, glaube ich. Müssen wir Moskito hier auf jeden Fall mal rausziehen, sonst wird der von dieser Range-Attacke voll erwischt. Okay. Geben wir ihm wieder hier ein paar Stiche in unserer eigenartigen Nase. Das war wirklich nicht hart. Oh, oh. Ja, ich meine, die Attacken halten sich nicht in Grenzen. Nur hier. Wir sollten hier echt weg. Also ich weiß nicht, was der Typ hat, oder wir können eigentlich ausnocken, oder? Ja, den knocken wir doch raus. Ich vermeide meiner besten eine Attacke, Leute.
Hier mal den direkten Ausschnock. Alter! Scheiße! Die verdammten Selbstmordattentäter! Wie viel hatten denn noch ein Leben? Dann gehen wir hier voll durch. Gehen das Risiko ein, dass unser eigener dabei stirbt. Nein, es geht nicht. Wir können hier keinen Kollateralschaden in Kauf nehmen. Ist nicht cool. Wir sollten wieder unseren Super Kite hier ins Team nehmen. Wir machen jetzt den dann mal auf jeden Fall sauer. Anders können wir gar nicht machen. Aber wir müssen hier nämlich unbedingt einen am Leben halten, sonst sieht richtig schlecht aus. Wird jetzt hier mal attackiert. Aber unser Blitzfreak ist des Todes und ich fürchte er hier auch. Aber vorher nehmen wir noch einen mit. Mit diesen Selbstmordattentaten hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. So, Ultimativkraft ist bereit. Idiot. Bringt immer gar nichts. Und jetzt gehen wir richtig ab, oder? Gehen wir ab? Nee, oder? Nee, oder? Ah, die. Oh, oh mein Gott. Unnütz. Wir können ihn nicht attackieren. Ja, toll. Ja, dann sorgen wir mal vor und ziehen hier rüber. So, jetzt machen wir hier das tramalische Trampeln. Kennen wir das schon? Ne, ich glaube noch nicht, oder? Okay, Bühne frei für Super Craig. Wow. Bravo, great job, etc. etc. Wow. Ja, aber wir waren es nicht so einfach zu besiegen. Vor allem diese Selbstmordattacken haben wir ganz schön zu schaffen gemacht. Ziemlich uncool. So, hier haben wir Lava. Ach, das ist auch einer von diesen Chaos-Spackos. Und du hier? Jetzt müssen wir ein Selfie machen. Nein, auch nicht. Aber hier ist Freeman's Tacos. Gehen wir doch gleich mal rein. Was ist das hier? Salsa Taquera und ein Tortilla. Sehr schön. Welcome to Freeman's Tacos. If there's anything I can interest you in, well. Oh mein Gott, das ist Morgan Freeman. Welcome to Freeman's Tacos. Sehen wir uns hier erstmal um und. Können wir mit dir ein Selfie machen? Nein. I love this place, because you can craft whatever food items you want. Wahnsinn. Aber wir gehen noch mal kurz auf die Toilette. Gibt's hier irgendwas Brauchbares? Oh ja. Eine Herausforderung. Fokus. Oh ja. Und los geht's. Los geht's. Sehr schön. Okay. Das hat irgendwie nicht gezählt. W halten und F und Z hämmern. Das kriegen wir hin. Coole Moves. Finde ich doch auch. Das war nicht so der Hit, oder? War gar nicht mal so gut. Naja, egal. Aber wir haben es trotzdem gemeistert. Kannst du meine Gedanken lesen? Okay, es gibt einen Erfolg. Ansonsten gibt es auf der Toilette von Freeman's Tacos wohl nichts mehr zu erleben. Dann sprechen wir mal mit dem Inhaber selbst. Welcome to Freeman's Tacos. Our special today is tacos. Wow. Oh, maybe when you're better at crafting, I'll take a selfie with you. Okay, dann halt nicht. Ja, Digga. Freeman's Tacos is completely craft your own. You know what crafting is, don't you? Just open up that crafting menu and we can get started. You can combine food items into whatever you like. Let's start with a staple, the burrito. A warm tortilla wrapped around, well, any old something. Here, I'll give you what you need to get started.
This here shows how much food you need to fill up that tortilla. Now to just put it all together. Okay, dann haben wir jetzt einen Burrito gebastelt. Now that you've got your first taste of crafting, let's dig in. You can combine food items into whatever you like. Go ahead. See what happens if you combine a burrito and an enchilada. Congratulations, new kid. With an enchilada and a burrito, you've crafted an enchirito. That's the first time anyone's ever done that. Oh my god. And what the hell? Have a few more recipes. They might just save your stupid ass. Ganze Crafting Rezepte-Sammlung haben wir hier bekommen. Können wir jetzt ein Selfie machen? Nothing left to do now but document this moment in human history with a selfie. Wow. Boah, dann brauchen wir einen entsprechenden Gesichtsausdruck. Nein, gelangweilt? Nein. Komm, das geht auch ein bisschen. Sorry, das sind so Gesichtsausdrücke. Ja, das ist das erste, was hier passt. Ja, doch, das ist doch wunderschön. Sind beide gleich toll aus. Machen wir das nie wieder. Und jetzt haben wir doch. Was? They say that some farts are so powerful they can actually bend the fabric of time. You be careful out there. New kid, you've done a decent job so far. Come back to the Coon Lair. I think we should advance your character. Coon out. Als Belohnung dürfen wir jetzt unseren Charakter ausbauen. You'll never get in here, super fool. Oh, doch, irgendwann kommen wir rein, Junge. Und versohlen deinen kleinen Arsch. Das ist doch die Blitzreise. I'm the fastest kid in town. Wenn wir schon direkt vor Coons Haus reisen können, dann werden wir es auch tun. Wir werden es tun. Reisen wir zum Coon. Okay. Wird aber relativ flach. ja, da wären wir schon. Hintergrund immer noch Koopa Keep, was aber schwer abgesagt ist. Die Ritterzeit ist vorbei. Jetzt sind wir Superhelden. Och, schon wieder das. Fick. Dich. Mom. So. Ah, new kid, come, take a seat. Ah, stimmt, das ist unser Platz hier. Alright, well, how's it going out there? Okay, good talk. Well, listen, I think you show some potential, and I'm gonna upgrade you to somebody's sidekick or something. Congratulations. Also, I just maybe wanted to talk about your superhero character a little bit. Your character sucks, to be honest, and I think I'm gonna let you dual class. Let's pick another ability to add. So what kind of skill set are you looking to add to your repertoire? Elementalist. Elementalist. Speedster. Elementalist. Wir kämpfen hier mit Blitzen und Eis. Cyborg. Cyborg. Psychic. So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Ja, aber Freunde stärken ist ja wunderschön, aber das Cyborg passt doch perfekt zum Brutalist, oder nicht? Das ergänzt sich doch genial. Sind wir ein Brutalist-Cyborg oder was werden wir dann? Wir nehmen auf jeden Fall den Cyborg. Leute, es ist einfach zu verlockend. Cyborg with a heart of steel and regular human bowels. Geil. Okay, I think those two will work nicely together. But now we're gonna need to change your backstory too. So let's go back again to that fateful night. Back when you were little. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. You did lay awake that night. But the reason you couldn't sleep was because you wanted to make the world a safer place. You walked to the mirror. Ist was Neues im Zimmer? Nö, oder? Okay, wir gehen erst zum Spiegel, alles gut. You looked in the mirror and wondered if anyone would ever love you. And then you heard a noise, but it was a baby crying. Was wird das wohl sein? Out in the hallway, you saw two guys attacking a helpless baby on the floor. You had to stop them from hurting that baby, didn't you? You knew you had the power to stop them, and so you called upon your newly discovered power. Power surged through your cybernetic appendages as you focused on your prime directive,
protect the baby that, for some reason, was loitering in your hallway. Hey, what are you doing here, kid? But little did the intruders know that you weren't just any kid. You had been cybernetically enhanced with a suite of shocking abilities. You demonstrated the first of these abilities on your victim. Okay. Fähigkeit heißt Neuer. Nee. Uncage your Faraday already. Faraday, endkräftiger Schocke einen Feind mit einer Entladung und stoß ihn zurück. Okay. Joa. Ich glaube, ich habe einen Zeitpunkt verpasst. Hey, you can't just knock him back like that. Yeah, what gives? Hey, wait up. The charge you left on the bruiser jumped to his allies, damaging all of them at once. But you still had many more cybernetic tricks up your sleeve. Ja. Mutterbeleidigungsprotokoll. Run the program already. Ah, das ist dieselbe Attacke wie Super Craig hat. I'm so enraged right now. Somebody needs to hit this little shit. The intruder took a swing at you, but your block absorbed the damage. I'm so pissed. Thugs tried to keep their distance, but they weren't prepared sauer. For your next power. Wir treffen sie zufällig alle. Fatale Anziehung. Use the damn power. Okay, der Oberhässliche ist wieder übrig. How do magnets even work? The remaining foe laid into you. It was time to bring out the big guns. Und wie durch ein Wunder haben wir unsere Ultimativkraft. Große Geschütze. Wir holen sie mal raus. Oh, wow. Oh, man, yeah, that's awesome. He's more machine than man. And so you beat them. You swept the baby up in your arms to take him somewhere safe. And then that's when the unthinkable happened. You saw your dad fuck your mom. And from then on, you had to live with the fact that because you were busy helping a baby, you couldn't stop your mom from being fucked by your dad. That's heavy, man. I'm really sorry. I know you probably want to know why. Why your dad fucked your mom, but those are answers you'll have to find for yourself. Cooling Prince alert! Cooling Prince alert! Seriously, guys, alert! Alert! It's the Cooling Prince alert! This is Coon, what's happening? It's the Freedom Pals! What have they done now? Just get to Main Street, hurry! We're coming! Coon! Out! Well, new kid, looks like you might be needing those newfound powers. Follow me! Okay. Kräfte. Hier Plätze für Kräfte zur Verfügung. Ah, jetzt kann ich die ganzen variieren, denke ich, oder? Was haben wir hier? Das sind die Brutalistenschläge. Also, ich möchte auf jeden Fall hier diese Cyborg-Attacke haben, weil die sah ja richtig geil aus mit den Gatling-Guns. Was haben wir hier? Den brutalen Schlag. Können wir ersetzen. Das Mutterbeleidigungsprotokoll, das hat der Super Craig eigentlich am Start. Ja, der Schlag ist eigentlich ganz okay. Wobei, eigentlich ist der elektrische Schlag echt nicht schlecht. Gastroschlag. Also ich finde die Abrissbirne zum Beispiel eher verkehrt, weil die Abrissbirne trifft uns tendenziell, also beziehungsweise wir haben ja häufiger festgestellt, dass die eher blockt und uns wenig gebracht hat. Also ich würde die jetzt erstmal raustun. Was ersetzen wir da? Das Mutterbeleidigungsprotokoll brauchen wir nicht. Entweder den Faraday in kräftiger oder aber die fatale Anziehung. Wir probieren jetzt mal den Faraday in kräftiger. Wenn sich das zu ähnlich herausstellt, was den brutalen Schlag angeht, dann... Wie macht denn der Schaden? Wobei, wisst ihr was? Wir machen den brutalen Schlag raus. Nehmen den Faraday in kräftiger und tauschen ihn erstmal gegen die fatale Anziehung, wobei... Oh nee. Oder? Es ist egal, wir nehmen das, wir machen das jetzt so und machen das so. Jetzt haben wir die Abrissbirne noch drin, wenn die geschickt hintereinander stehen und ja.
den Rest auch noch. Also es sollte mal für einen Moment passen. Und unser Outfit passt jetzt irgendwie gar nicht mehr zu unseren neuen coolen Kräften. No time to waste, butthole. Oh mein Gott, was ist geschehen? Was erwartet uns auf der Straße? Oh nein. Leute, das ist die ideale Zeit für einen Cliffhanger. Tut mir jetzt echt leid. Aber das finden wir leider erst in der nächsten Folge raus. Also ich weiß, es ist ein richtiger Arschloch-Move, aber es passt einfach perfekt. Seid mal nicht böse. Man kann sich dann aufs nächste Mal umso mehr freuen. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr wieder mit dabei seid. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.